Was geht ab, meine lieben Damen und Herren? Ihr wisst Bescheid, Mr. Wild ist wieder back am Start. Wir sind auf der EMS. Wir haben schon gleiche Woche, haben wir das Video gemacht, wo wir rumgelaufen sind und haben alles gezeigt. Jetzt sind wir wieder professional am Start mit Mike. Ihr wisst doch Bescheid, wie das läuft. Letztes Jahr angefangen mit Staubwedel. Jetzt haben wir uns ein bisschen hochgeackert zu einem richtigen Mikrofon. Wir gehen hin und ich dachte mir, ich schnapp mir einfach ein paar Jungs aus der Szene, die man kennt, die man auch vielleicht nicht kennt, und wollte ein paar Fragen stellen, die man nicht so von den Autoleuten gewöhnt ist. Ich würde sagen, wir fangen auch an mit dem Press. Es geht nämlich schon los. Ja, es geht schon los. Also, Press, sag kurz Hallo. Hallo, ich bin der Press. Was geht ab? Manche kennen ihn vielleicht schon. Er war schon bei JP im Video. Wir haben schon zusammen was gedreht. Wir sind eigentlich Homies. Deswegen dachte ich mir, komm, den ziehen wir mal ran. Und jetzt muss ich dich ein, zwei Sachen fragen. Okay. Und zwar, pass mal auf. Mit welchen drei Dingen kriegt man dich rum? Mit welchen drei Dingen mich rumbekommen? Ja. Wofür rumbekommen? Wenn du jetzt keine Frau hättest oder so. Oder wie hat dir deine Frau nicht rumbekommen? So jetzt, so irgendwas, was sieht, wo du sagst, ey, das ist eine Schwäche von mir, da geht auf jeden Fall was. Also mit meiner Frau war das eigentlich so, ich habe sie ja für ein Shooting gebucht, für ein Harley-Shooting mit Motorrädern, so ein bisschen cool. Und eigentlich, also ich stehe auf natürliche Frauen, das ist ganz wichtig. Ich stehe voll nicht auf so Plastik, dicke Lippen und sowas. Ja, natürlich, witzig. Und einfach ein bisschen verrückt so, damit kriegt man mich rum. Finde ich gute Sachen, die du nennst. Was ist denn so deine schlimmste Tuning-Sünde? Meine schlimmste Tuning-Sünde? Boah, ganz ehrlich, ich hatte damals mal einen Astra F, der war komplett Bodykit. So richtig, richtig mit M3-Spiegeln, komplett verspoilert. Also so eine richtige Spoilerbude, die du nicht tiefer legen konntest, weil die Spoiler zu lang waren. Das war so meine Tuning. Aber damals hast du es gefühlt und heute würdest du dich dafür schämen. Ganz ehrlich, ich habe es damals schon nicht gefühlt. Ich hatte das Auto nur günstig bei eBay ersteigert. Und bist den aber so dann weitergefahren? Dann bin ich den gefahren, weil er günstig war. Ja, du, aber immerhin, ja, er hat es rausgelernt. Pass auf, was haben wir noch? Ein Ding, mach mal spontan Beatbox. Beatbox? Ja. Ich sag, das sind random Fragen, sowas erahnt keiner. Beatbox geht gar nicht mal. Ich kann tanzen, wenn du willst. Aber dann wäre auch eine Frage, mach dein Lieblings-Dance-Move. Da brauch ich aber Platz. Ich war damals Breakdancer, falls du das nicht wusstest. Wusste ich wirklich? Ne, ehrlich, ich habe echt Breakdance gemacht. Dann mach irgendwas, wo so halbwegs das geht hier. Wir gehen hier auf den Weg, auf den Gang, aber hier ist halt voller Leute. Ja, komm. Ich bin gespannt. Ey, ich hätte es gefeiert, wenn er ihm jetzt einen Kick gegeben hat. Ja, aber ich musste schon die Beine einsetzen. Ich sage ja, ich brauche Platz. Das funktioniert am besten, wenn ich mit meinen alten B-Boy-Jungs im Urlaub bin, so wie in Brasilien, und wir einen Sitzen haben und dann anfangen, Breakdance am Strand zu machen. Sah auch fast aus wie Capoeira. Mit das, nach dem Kick. Das hättest du mal filmen müssen. Ey, Press, auf jeden Fall. Vielen Dank, mein Lieber. Ich bringe mich echt zum Kaspern noch, Alter. Was mit mir? Ja, Miro, nein, du bist hier komplett. Also, Franz Simon haben wir hier am Start. Simons, wie die alle sagen. Nein, nein, ja, genau. Ich stell dir jetzt ein paar Fragen. Bitte. So drei, vier random Fragen, die eigentlich nichts mit Auto zu tun haben. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Alter, wird schwierig. Hau raus. Hattest du schon mal Golddigger-Momente in deinem Leben? Also, wo du gemerkt hast, okay, die Person hat es nur auf Fame und Cash abgesehen? Oder alle 10 Minuten, Alter. Okay, okay, gut. Pass auf. Nein, aber ja, schon klar. Normal. Ich glaube, hatte, glaube ich, jeder mal, der vielleicht ein bisschen aus der Masse heraussticht, um es mal schön zu formulieren, normal. Ne? Aber du schnallst es halt auch sofort. Ich meine aber jetzt nicht so, ah, komm, ich hänge mit dem mal ein bisschen rum, damit ich auch bekannter wäre, sondern so ein richtig derb, wo du gemerkt hast, okay, der will mich abziehen oder der ist nur auf meine Kohle aus oder beziehungsweise die ist nur auf meine Kohle aus. Schwer zu sagen. So richtig krass eigentlich nicht. Ehrlich gesagt. Das ist immer gut. Ja, wirklich. Das ist immer gut. Nee. So, pass auf, dann machen wir noch was. Hast du schon mal im Flugzeug gefurzt? Regelmäßig. Ey, okay, gut, gut. Pass auf, dann machen wir noch ein Ding. Pass auf. Zeig uns deinen Schlafzimmerblick. Okay, das waren so mal drei random Fragen, die einfach mal nichts mit Auto waren. Beste Frage war die Flugzeugfurzfrage. Ja, ne, das dachte ich mir schon. Dank dir, mein Lieber. So, da kommt schon der nächste angelaufen, Marius, Mr. Camper. Also, erstmal hallo. Was muss ich machen? Ich habe Wechselgeld geholt eigentlich. Ich stelle. Und ich will wieder mir anhören, dass ich zu lange brauche.
Ich stelle dir nur 2, 3 random Fragen und du musst die wahrheitsgemäß musst du dir beantworten. Ein Schrott-Tattoo müsstest du aussuchen für irgendeinen Kollegen. Was würdest du aussuchen und für wen? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde den Kalle raussuchen, weil der Kalle mag Schrott-Tattoos und er hat viel Platz am Körper. Und den würde ich eine Tankstelle tätowieren. Tankstelle ist geil. Okay, dann nächste Frage. Welche Unterhose hast du an? Ich behaupte mal entweder Calvin Klein oder... Was soll ich an? Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger, okay. Ist nochmal was? Und pass auf, welche 3 Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Auf jeden Fall eine Musikbox. Die kannst du nicht so lange benutzen, weil dort kein Strom ist. Dann nehme ich noch ein Solarpanel mit. Solarpanel und dann verhungerst du nach 2 Tagen, weil du nichts zu fressen mitgenommen hast. Scheiße, Mann. Ja. Ja, da wird ja schon irgendwas da sein. Ein bisschen Infrastruktur gibt's immer. Ja, das stimmt. Okay, und letzter Gegenstand? Letzter Gegenstand, eine Axt, kann man genau gebraucht worden. Eine Axt. Um die Box kaputt zu schlagen, wenn kein Schrott. Pauschal eine Axt. Zum Digi. Jagen und Bäume fällen. Vielen Dank auf jeden Fall, das war Mario. So, wir machen Kamera direkt an, er filmt mir nur die Schulter. Ey, guck mal, Josef holt direkt, Handy raus und macht, als würde er telefonieren. Ich mach so, als rufe ich ihn an. Ey, Yusuf, hast du ganz kurz Zeit? Kannst du ganz kurz hier ein Dings? Alles klar. Ja? Ich bin da. Hallo. Ich bin auch da, okay. Hey, so, ich leg mal auf. Ey, ich habe 3, 4 Fragen. Ja. Wie immer, du weißt, immer ein bisschen scheiße, ne? Erzähl. Ich bin unvorbereitet, aber... Das ist genau das, was ich haben will. Ja. Pass auf, du zeigst mir jetzt zuallererst deinen Lieblings-Dance-Move. Ganz egal, du blamierst dich, ich mach irgendeinen Lieblings-Dance-Move. Ich war noch nie. Mach irgendeinen Schrott. Okay, Bro, jetzt pass auf. Fliegen oder unsichtbar sein? Boah, das ist echt krass. Immer, also an ausschaltbar, kannst oder? Du wirst nicht permanent fliegen, Digga. Das ist so leise, Digga. Du musst so. Ach so. Hallo. Sag was? Fliegen. Fliegen. Okay, gut. Wir haben noch eine Frage. Gibt es ein paar Lehrer, die nicht an dich geglaubt haben früher, wo du jetzt heute gerne mal so treffen würdest und mal Ansage machen würdest? Ja, alle Lehrer. Okay, beste Antwort. Digga? Meine letzte Lehrerin, die größte, darf ich beleidigen? Naja, nicht nee, das sag aber Piep, sag nur einen Namen. Ich sag, du bist die größte Frau, boah, ich weiß es nicht mehr, ne? Aber die hat damals Antrag gestellt beim Schulleiter und dann beim Bürgermeister, dass ich von der Schule geschmissen bin. Also ich wohne auf dem Land, weißt du, und sie hat dann halt, bis dahin ist sie reingegangen, dass sie mich aus der Schule schmeißen. Aber haben die natürlich nicht gemacht. Sie mochte mich einfach nicht. Und dann habe ich sie vor einem halben Jahr gesehen, habe ich sie echt, ne? Und dann habe ich sie nur so gegrüßt. Nein, du warst doch nett. Ja, ich bin immer nett. Das stimmt. Spaß mit der, aber... Die hat mir echt das Leben jetzt, es war noch er ist wirklich immer sehr, sehr nett. Also ich glaube, es war wirklich nur Spaß. Sie hat es bewusst gemacht, weil sie wollte mich nur stärken. Jetzt bin ich ein Löwe. Okay, jetzt haben wir hier schon Motivationssprüche hier. Digi, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ey, wir laufen jetzt zu Mutlu von Levella. Und ich habe mit ihm eigentlich noch nie irgendwas gequatscht oder so, noch gar nichts. Ich weiß auch nicht, wie er reagieren wird. Wenn es Sparring gibt, dann bin ich auf jeden Fall vorbereitet. Aber ich dachte mir, komm, machen wir mal so das allererste Ding. Ey, Mutlu. Hi. Erstmal hi. Servus. Wir haben, glaube ich, noch nie so... Doch, ich habe mir mal einen Wagenheber von dir ausgeliehen. Aber wir haben eigentlich noch nie so richtig... Hast du ihn gebracht wieder? Okay, nee, aber wir hatten noch nie richtig irgendwie mal Gelegenheit, mal so irgendwie uns mal... Nicht wirklich. Ja, deswegen dachte ich mir, hast du Bock, mal so ein paar random Fragen zu beantworten? Ja, hau raus. Okay, perfekt, pass auf. Es war nämlich, also, ich suche mir ein paar raus. Nee, ist nicht alle für dich. Erstmal Stuhl holen. Alles gut. Pass auf, welche 3 Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Wagenheber, nee. 3 Dinge? Ja. Boah, schwierig. Boah, habe ich Strom dort? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ne? Den brauchen wir gleich auch noch. Also ich würde ein Auto mitnehmen. Einsame Insel, ne? Ohne Straße und so. Keine Ahnung, ist ja egal. Also im Prinzip, ich brauche das Auto für mich und nicht für jemand anderes. Okay. 3 Sachen, 3 Einzel. Also Auto, dann nur noch 2. Gibt's was zum Essen dort? Insel halt, bestimmt vielleicht Kokosnuss oder irgendwas oder ja. Tiere, ich weiß es nicht. Eine Kuh würde ich mitnehmen. Eine Kuh? Okay, aber die musst du auch füttern, das weißt du ja, auch. Ja, melken kann ich sie aber auch. Ne? Ja, gut, ja, okay. Und dann noch? Was haben wir noch? Und Hühner. Okay, also Mutlu wäre dann, hätte einen Bauernhof. Okay, pass auf, dann haben wir noch, zeig mir mal deinen Schlafzimmerblick.
Mein Schlafzimmerblick, wenn ich in ein Schlafzimmer reinkomme. Nee, also so, du weißt ja, was ein Schlafzimmerblick ist. So sexy Blick, weißt du? Ach so. Nicht so, weil der normale ist so Augen zu. Nee. Nee? Auge zu machen nicht. Nicht beim Schlafen. Was hier so sexy Blick? Mein sexy Blick. Ja. Jeder macht immer so ein bisschen, immer Kopf so zur Seite, ein Auge ein bisschen zu. Pass auf, wie lange sitzt du auf dem Klo mit dem Handy? Boah, versuche, wenn ich am Klo sitze, wirklich alles, was ich am Handy erledigen muss, so kurze Antworten mal da und da, das versuche ich, kann mal 10 Minuten, kann auch mal 40 Minuten sein. Aber ist Klo ist wie zweites Büro, oder? Ja. Also bei jedem Mann ist tatsächlich ja. So. Kann ich ja sonst nichts machen. So. Da hat man mal kurz die Ruhe. Mutu, vielen Dank. Gerne. Can't make a promise, but I do my best. 25 sitting on 25 racks. Just got started and we ain't done yet. But a new crib, that's a goddamn